So, willkommen zurück zu Divine Divinity. So, heute haben wir gesagt, gucken wir uns mal die Bereiche an, die auf meiner Seite hier noch, ja, schwarz sind. Dazu hole ich mir meinen Teleporter zurück. Werde mich vorher voll heilen über das Bett. Und dann geht's an die Bereiche. Was dann noch zu stark ist, lasse ich dann noch, ja, weg. So, das Steinchen nehmen wir erstmal wieder mit. Ich hab's gerade unten schon gesehen. Und es hat mir nicht gefallen. Das war nicht mehr so ein Scheiß-Trommler. Ist dann 70. Ist dann 70, okay, es ist. Im Prinzip das gleiche. Kann ich mir noch aufheben. So. Wir hatten ja was anderes vorgehabt. Ach so, ja, Moment, Moment, Moment. Bevor ich es wieder vergesse. Time to go to bed. So. Es ist zwar nachts, aber es ist mir scheißegal. Da ich ja das Gamma erhöht habe, sehe ich jetzt auch ein bisschen besser. Ich möchte einfach mal sehen, was ich hier noch finden kann, Schönes. Und Krams, okay, hier sind noch mehr solche Orks. So gesehen, es sind ja alles Erfahrungspunkte, die ich dadurch bekomme. Jeder getötete Ork bringt mir EP-Punkte. Und das ist es mir, ehrlich gesagt, wert, hier rumzulaufen. Und außerdem bringt es mir Gold und so ein Kram. Und solche Sachen bringen mir auch Geld beim Händler ein. Warum also nicht? So, jetzt hat man das schon mal erforscht. Mit dem Fleckchen hier. Aha. Seil, alte Flasche, Dolch und so weiter. Ja, Putins. Putin, sage ich schon. Potenzielle Handelswaren, die wir hier haben. Jetzt die Trollhöhle ist, weiß ich auch noch, aber ich soll es mal, bevor ich es gerade vergesse, mir auf dem Tagebuch markieren, wo die war. Die war nämlich hier unten. Werde ich gleich mal markieren auf der Karte. Dann Trollkönighöhle. Da komme ich nämlich noch drauf zurück, irgendwann. Beziehungsweise zu dem komme ich noch irgendwann. Weil er hat ja eine Menge Gold und ja, er hat mich sozusagen herausgefordert, als er mich angegriffen hat. Und ja, das kriegt er irgendwann natürlich zurück. Und lol, hier ist auch ein Troll.
Wow, die Trolle haben aber sehr viele Erfahrungspunkte, weiß ich. Beziehungsweise geben sehr viele Erfahrungspunkte. Und das kann man natürlich nur finden, wenn man sich die Karte etwas näher anguckt. Ich habe das bei Sacred damals auch so gemacht, dass ich mir die Karte immer ja so angeguckt habe, von der Umgebung her. Bloß glaube ich zu wissen, dass bei Sacred die Gegner respawnen. Also die kommen immer wieder. Das habe ich glaube ich damals bei Wölfen. Bei Wölfen trainiert. Gegnermäßig. Ach, das war. Ach, ich hab's vergessen. Ich hätte den Stein legen können. Ja. Tut mir leid. Das habe ich gerade. Ja, nicht mehr ganz so beachtet. Mist. Egal, wo wir gerade schon hier sind. Machen wir hier unten weiter. Ich weiß, ich hätte den Stein gerade ablegen können. Das war jetzt gerade mein Fehler. Und hier haben wir ein Lager. Und wo ein Lager ist, sind auch Orks. Okay. Zu starke Orks. Von erfahrenen Orks ist jetzt noch zu stark für mich. Von daher sollte ich das Lager lieber erstmal ja, lassen. So. So, mal waren das die Krieger von, waren das die von vorhin, diese Krieger? Ja, das waren die. Gut, das heißt, sie sind da unten. Könnt ihr mir ein bisschen rauspicken, die schwächeren Gegner? Oder. Ach ne, komm. Gehen wir lieber weiter, bevor ich zu viel triggere. Bevor ich zu viel an Feinden triggere. Da oben ist auch noch schwarz. Vereinzelter Schütze. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich trage zu viel. Na, jetzt muss ich wieder ins Dorf zurück. Mal, ich kann doch bestimmt. Nö, geht nicht.
jetzt geht er komplett langsam, weil ich überladen bin. So, ich möchte mit dir handeln. Und zwar... Spaten weg. Ölflasche weg. So. Resistenz klingt zwar nicht schlecht, aber nee. Na, wohl. Ach komm, da finden wir schon einen besseren. Nein, Dolch brauche ich auch nicht wirklich. Na, das tut's erstmal gut. Was nehmen wir denn noch? Das ist meins. Ja, das tut's. Ich trage zu viel. Das tut's. Und den Rest packe ich später weg. Oben in mein Lager. Sich ja schon etwas füllt mittlerweile. Ach so. Nee. Darauf wollen wir uns jetzt nicht wieder begeben. Auf das Niveau. Beziehungsweise auf den Fehler. So, geht doch gleich viel schneller. Das Schwert kommt mir bekannt vor. Okay. Das ist ein Pfeil. Wenn dir das Schwert bekannt vorkommt, dann muss er logischerweise irgendwer in der Nähe sein, den du schon kennst. Hallo! Dankeschön, Ork. Für deine Goldmünzen. Und danke für den Trank. Macht mir zu viel Schaden. Macht mir einfach nur zu viel Schaden. Die Ork-Krieger vermeide ich, die erfahrenen Ork-Krieger vermeide ich erstmal. Da die mir einfach zu gefährlich sind.
Oh. Lieber erstmal die schwächeren Orks angreifen als die erfahrenen Orks. Jetzt habe ich ein Problem. Oh, ich glaube, da werden mir gleich Erfahrungspunkte verloren gehen. Ah, wohl. Schnell. Oh, gut. Gerade noch so. So. Oberhalb des Dorfes. Weil ich wollte jetzt nicht den, jetzt nicht ihn vom Dorf hier erfahren auch töten lassen, weil das hätte mich Erfahrungspunkte gekostet. Und da habe ich jetzt nicht so Lust drauf. Ich möchte einfach nur die Karte ein bisschen aufdecken. Erfahrungspunkte sammeln. Und gucken, wenn ich besiegen kann, wenn nicht. Wird mir bestimmt erfahrungstechnisch von Nutzen sein. Bei den ganzen Erfahrungspunkten. Ich hoffe mal, dass nicht allzu viele erfahrene Orks herumlaufen. Solche kleinen Scheinmittel sind okay. Da bin ich mit einverstanden. Es hängt manchmal ein bisschen vor dem oder beim Quicksafen.
So, wieder Bett benutzen. Was natürlich nicht geht. Na gut, dann halt ein Fleisch. So. Ich bin gerade dankbar, dass diese Elite-Orks, oder erfahrene Orks eher gesagt, nicht in allzu großer Zahl hier auftreten. Außerhalb der Karte. Und wenn es brenzlig wird, kann ich immer noch meinen Teleportstein benutzen. Cool. So, hier oben sieht es schon mal recht sauber aus. Dann kann ich mich ja dem südlichen Teil der Karte widmen. Dem Teil hier. Gut, manchmal zwischendurch ein bisschen. Aber nicht allzu schlimm. Spinne wieder. Oh ja. Gold, Gold, Gold. Komm her. Danke. Komm an. Einen Heiltrank gefunden. Durch. Och, Gesindel. Herrlich. Oh, danke. Ein Level abbekommen. Darum kümmern wir uns gleich mal. So, fangen wir mal hier an. So,
Dann... Unten links war eine besondere Abteilung. Was haben wir da Schönes? Dann haben wir Giftschaden. Dann haben wir... Oh, die Waffenskin könnte man auch noch, aber das will ich noch nicht tun. Ich finde den Bereich hier unten interessant. Ich entscheide mich mal für den Giftschaden. Und mal gucken. Wer das dann im Kampf bringen wird. Was heißt bringen? Ich denke mal, es wird mir was bringen im Kampf. Feuerschaden gab es ja auch noch. Haben wir ja alles schön. Giftschaden, Verteidigung und so weiter. Haben wir alles schön drin. Ist angezeigt. So. Teleportstein nehmen wir wieder mit. Falls ich gerade nicht wirklich weitergehe, sorry. Aber ich möchte einfach mal gucken, was ich denn hier im schwarzen Nebel des Unbekannten hier alles so verbirgt für tolle Sachen. Außerdem sind das potenzielle Handelswaren, die wir hier haben. Ja, und noch eine Höhle. Was haben wir denn in der Höhle so drin? Oh, oh, oh. Jörg! Ein verdammter Mensch in unserem Lager! Stehen bleiben, Männer! Ich bring ihn selbst um! Okay. Da halte ich mich lieber noch von fern. Okay. In dem Gebiet ist also der Trommler unterwegs. Beziehungsweise war der Trommel unterwegs. Das war ja hier in der Gegend war ja auch die Goldspur. Okay, das heißt, den Trommler lasse ich erstmal außer Acht. Das kann ich mir am schwarzen Fleck auf der Karte auch ganz gut merken dann. Falle. Und auf den Trick falle ich nicht nochmal rein. Wobei, warte mal, kann ich vielleicht die Goldspur da mitnehmen? Ja gut, das bisschen kann ich mitnehmen. Ich nehme ja nur die Spur mit. Nicht das Gold an sich. Also den großen Goldhaufen. Auch zu Hackenspiel.
Wie gesagt, ich werde mir schön Zeit lassen für die Vanity. Werde hier nicht durchrennen wie sonst was, sondern die schönen Erfahrungspunkte sammeln und so weiter. Und halt, ja. Was mich angreift, das nutze ich so gut wie weg, was ich kann. An random Feinden. Sehe gerade die Zeit. Ich möchte ein bisschen länger machen, weil ich möchte mich mal an den Part daran setzen, dass ich dieses Ufer hier erforscht bekomme. Dass es dann hier aufgedeckt ist, das Areal. Ich hoffe mal, ich kriege das zeitlich noch hin. Ich weiß, es sind schon immer 30 Minuten, aber. Na, das ist ein scheiß erfahrener Folgen jetzt. Ach du Scheiße. Natürlich blöd, wenn sich da, wo ich hin will, erfahrene Orks rumtreiben. Da kann ich mich nicht ganz komplett umschauen. Ohne halt einen von Latz zu kriegen, da oben ist ein Lager, da halte ich mich lieber fern. Ich möchte doch nur besiegen, was ich schon kann. Also was ich schon besiegen kann. Ich will jetzt keine Elite-Gegner hier haben. Die sind mir jetzt noch zu overpowered. Ich werde sie beseitigen, ja, aber jetzt noch nicht. So viel von dem schwarzen Nebel. Ich denke mal, wir haben es gleich geschafft mit dem schwarzen Nebel. Na, komm her. Gleich geschafft, aber da drüben das Gebiet ist mir jetzt zu gefährlich. Das möchte ich nicht erforschen. Also nicht weiter. Drüben sind Goldmünzen. Die kann ich gerade noch mitnehmen. Ja, wunderbar, ein erfahrener Ork-Krieger. Das letzte, was ich jetzt gebrauchen kann. Komm schon, speicher.
Danke. Das sind normale Ohrringe. So. Jetzt mal zum Rückzug. Geht das schon? Ja, gut. Gut, Leute, ich würde sagen, das war's für heute von Divine Divinity. Ich denke mal, das dürfte es erstmal tun mit der Erkundung dieses Ufers. Ich weiß, da fehlen jetzt zwar noch Areale, aber okay, das mache ich später. Im nächsten Part sehen wir uns dann hier auf der Farm wieder, wo wir uns dann, ja, weiter umschauen. Also bis dann, Leute. Ciao.